Könnt ihr euch noch an das Video von mir erinnern, wo ein Streamer in einem verlassenen Online-MMORPG Active Worlds plötzlich einen Spieler fand, der sich auf dem eigentlich leeren Server befand, der dann ein komplett gruseliges und unheimliches Rätsel startete? Wenn nicht, habe ich euch die beiden Videos natürlich nochmal verlinkt. Jedenfalls hat mich dieses Video nochmal daran erinnert, wie gruselig eine verlassene Online-Welt eigentlich sein kann. Auf der Recherche nach ähnlichen Ereignissen bin ich hierbei auf Matrix Online gestoßen. Ich selbst wusste nicht mal, dass es jemals ein Matrix Online-Spiel gab. Vielleicht war es auch im deutschen Raum gar nicht so bekannt. Jedenfalls blieben viele Spieler aus und das erfolgreiche Franchise-Spiel wurde nach einer relativ kurzen Laufzeit wieder abgeschaltet und die Server gingen für immer offline. Doch an dem Tag, an dem die Matrix Online-Server offline gingen, passierte etwas Gruseliges in der Matrix Online-Welt. Hallo zusammen. Wer keine Ahnung von Matrix hat, muss sich die Filmreihe unbedingt erstmal anschauen, aber ganz kurz erklärt, es geht darum, dass Maschinen die Menschen versklavt haben und die Menschen es nicht mal bewusst wahrnehmen und wissen. Alle Menschen liegen nämlich in Tanks und leben in einer simulierten Welt. Ein paar wenige Menschen konnten aus der Simulation fliehen und versuchen die Menschheit zu retten. Der Film greift übrigens die Idee auf, dass unsere Welt, in der wir uns aktuell befinden und auch in dem ich euch dieses Video hier produziere und ihr euch dieses Video jetzt in diesem Moment anseht, eigentlich gar nicht die echte Welt ist. All das hier könnte nämlich trotzdem nur eine Simulation sein. Und ja, ich weiß, jedes Mal, wenn man darüber nachdenkt, fühlt es sich sofort seltsam an. Ich kann auch gerne mal ein Video machen, wo ich nochmal genau erkläre, wie das Ganze überhaupt funktionieren kann und was es für Anzeichen gibt, dass wir eigentlich in einer Simulation leben könnten. Wenn ihr da was dazu sehen wollt, gebt mir gerne in den Kommentaren Bescheid und mit einem Daumen hoch. Es ist möglich, zwischen der Matrix und der realen Welt zu wechseln. Und ruft man Menschen aus der realen Welt in der Matrix an, kann man sie wieder in die reale Welt zurückbringen. Auch das Déjà-vu wird aufgegriffen, indem einem etwas irgendwie bekannt vorkommt. In der Matrix wird es dann so erklärt, dass eine bestimmte Person, Tätigkeit oder ein Erlebnis sich aufgrund eines Bugs unabsichtlich wiederholt hat. Wer weiß, ob das nicht sogar auch eine Erklärung für Déjà-vus in unserer echten Welt ist, falls wir überhaupt in einer echten Welt leben. Auch ist noch wichtig zu erwähnen, dass wenn ein Mensch in der Matrix stirbt, er auch dann in der realen Welt in seinem Tank stirbt. So viel kurz zur Matrix an sich. Aber was war eigentlich Matrix Online? Matrix Online war ein MMORPG, das im Jahr 2005 erschien. Bereits in der Beta gab es einen massiven Ansturm und Hype auf das Game, das hatte aber auch damit zu tun, dass das Spiel direkt nach Matrix Revolution spielt und somit für Fans der Matrix-Trilogie die einzige Möglichkeit war, weit in die Welt und in die Geschichte von Matrix einzutauchen. Heute aber wissen wir, dass noch ein weiterer Matrix-Teil erscheinen wird, nämlich Matrix Resurrection und das sogar noch in diesem Jahr. Jedenfalls waren durch diese Umstände der Hype auf das Spiel ziemlich groß und wie in jedem MMORPG konnte man dort seinen eigenen Charakter stellen, Quests und Spiele erledigen, leveln und looten und seinen Charakter aufskillen. In Matrix Online gab es allerdings keine Klassen, wie es aus anderen Rollenspielen üblich ist, sondern man hat seinen Charakter durch den Skillbaum in die richtige Richtung gelenkt. Die Maximalstufe in dem Spiel war Level 50, und man konnte außerdem bekannte Filmcharaktere in-game treffen, wie zum Beispiel Morpheus oder das Orakel. Bereits etwa ein halbes Jahr nach dem Release im Jahr 2005 wurden die Server von 9 auf nur 3 Server verringert und zusammengelegt. Wie viele Spieler da noch dabei waren, ist unbekannt. Warum genau der Erfolg ausblieb, lässt sich jetzt auch nicht mehr so leicht nachverfolgen. Ich habe nur oft gelesen, dass das Kampfsystem nicht so toll war, sich die Quests oft wiederholten und dass es wohl auch wenig neuen Content gab.
Wieder andere sagten allerdings, dass die Welt total schön designt war, dass die Story großartig und spannend war und auch, dass die Community dort sehr toll war. Außerdem soll es eben mal was anderes gewesen sein, nämlich weg von den klassischen Zauberern und Schwertkämpfern und eher mal hin zu Hackern und bewaffneten Typen mit schicken Mänteln. Klingt ja auch nicht mal so schlecht. Doch wie konnte so ein beliebtes und bekanntes Franchise wie Matrix einfach zu so einer verlassenen und vergessenen Online-Welt werden? Als dann im Sommer 2009 Matrix Online endgültig eingestellt wurde, geschah in der Welt von Matrix Online etwas Außergewöhnliches, was ich jetzt im Nachhinein betrachtet eigentlich sogar auch ziemlich gruselig finde. Denn alle Spieler sind dann zeitgleich im Spiel mit einem qualvollen Schrei gestorben. Schaut mal selbst. Ich finde das einfach extrem interessant, dass einfach so eine Meldung erschien mit "Wach auf" und dann alle Spieler in der Matrix-Welt einfach mit diesem Schrei starben. Das ist einfach so eine geniale Idee, um die Matrix-Online-Welt enden zu lassen und wie gesagt, auch einfach irgendwie gruselig, da man so etwas überhaupt nicht erwarten würde. Normalerweise kann man die Server dann einfach irgendwann nicht mehr besuchen und sich nicht mehr einloggen und wenn man im Spiel eingeloggt ist, wird man einfach ausgeloggt, ohne dass irgendwas Spezielles passiert. Das Aufwachen ist dabei auch noch ein Hinweis, dass man sich wohl nicht in der realen Welt befindet. Auch sehr gruselig. Wie findet ihr das Ende von Matrix Online? Hättet ihr mit so etwas gerechnet? Fandet ihr es auch irgendwie gruselig, aber auch dennoch interessant, wie sie das gemacht haben? Habt ihr jemals selbst Matrix Online gespielt? Schreibt mir gerne alles in die Kommentare, ich bin schon gespannt darauf. Vielen Dank an der Stelle an die tollen Patreon-Supporter und auch an die Kanalmitglieder. Ihr ermöglicht diese Videos. Sehr gerne noch das Video liken und teilen, das hilft mir sehr. Abonnieren und Glocke aktivieren, um keine Videos mehr zu verpassen.